Cheftrainer Michael Fronzek und Nils Seufert. Informationen zum Stand der Ticket. Tickets, Stand jetzt 16.700 Tickets verkauft, darunter einige hundert Tickets allein heute aufgrund unseres Valentinstagsangebots. Kann ich nur mal darauf hinweisen, wer heute eine Karte für ein Heimspiel kauft, bekommt eine zweite Karte für seine Liebsten oder seine Liebste gratis dazu. Denk mal, ist ein super Angebot, das sollte jeder heute unbedingt noch ausnutzen. Ich denke, es wird voll, ne? Mindestens, gehen wir mal von aus. So, Schiedsrichter gibt es später, sobald er bekannt ist, den haben wir noch nicht. Dann kommen wir auch schon zum Wichtigen. Michael, wie sieht es im Kader aus? Wer ist fit, wer ist nicht fit? Welche Änderungen könnte es denn geben? Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Ja, Änderungen notgedrungen natürlich durch die fünfte gelbe Karte durch Christoph Moritz. Ansonsten eine gute Trainingswoche. Haben jetzt noch zwei Einheiten vor uns, vor dem Spiel am Freitagabend. Also da ist ja einiges noch offen jetzt, was auch Kaderbesetzung angeht. Aber insgesamt sieht das sehr gut aus und lass mir da noch mal ein paar Stunden Zeit, ein paar Eindrücke sammeln in den zwei Einheiten und dann sehen wir weiter. Danke bis dahin. Nils, ihr habt jetzt zwei Spiele gewonnen. Die Brust ist, denke ich mal, etwas breiter geworden. Wie geht ihr jetzt in das nächste Spiel? Ist das Selbstvertrauen wirklich noch mal gewachsen? Ja klar, natürlich ist Selbstvertrauen gewachsen. Und ja, wie der Trainer auch schon gesagt hat, haben wir die Woche gute Arbeit gemacht und wissen, dass wir uns auf dem Erfolg auf gar keinen Fall ausruhen dürfen und dass wir weiter punkten müssen, um das große Ziel zu erreichen. Und das merkt meine Mannschaft auch an, sie ist nicht satt oder irgendwas, also es geht volle Kanne weiter und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch weitergehen müssen. Sehr schön, danke Nils, bis dahin. Jetzt ist Zeit für Fragen, den Anfang macht...